Heute geht es also um diese aktuellen Trends im Traktorenbau. Und was erwartet uns? Das ist zunächst so überblicksmäßig. Was gibt es hier generell für Entwicklungen? Das geht also hin zu den bis hin zu elektrisch angetriebenen Traktoren, Hybridtraktoren und so weiter. Ein bisschen wird es noch Richtung Klimaneutralität gehen, was hier Anforderungen sind. Vielleicht, wenn wir uns allgemein auf den Messeveranstaltungen Agritechniker und so weiter umsehen, dann können wir feststellen, die Traktoren werden an und für sich und auch die Erntemaschinen werden immer leistungsstärker, größer, schwerer. Zum Beispiel dieser Glas ist aktuell als Traktor des Jahres ausgezeichnet worden. Das ist also diese Glas Baureihe Xerion, die 12er Reihe oder 12er Serie. Die hat also bis 650 PS und wiegt über 25 Tonnen. Dazu kommen dann natürlich auch noch die entsprechenden Massen der Gerätschaften. Natürlich werden die einzelnen Hersteller entsprechend mit den Parametern wie hohe Rentabilität, natürlich sehr hohe Zugkraft und so weiter oder noch stärkere als bisher. Ja, das kann man in allen Bereichen sehen, so zum Beispiel auch hier bei diesem Wechselsystem, Wechselgeräteträger, der hier bei der Agritechnica oder von der ALG als AgriFuture Concept wieder ausgezeichnet wurde. Dieses Nexart-Gerät ist an und für sich ein Wechselträgerfahrzeug. Es hat zwei 550 PS Dieselmotoren, die dann über Generatoren jeweils einen elektrischen Antrieb sowohl der linken als auch der rechten Fahrzeugseite bewerkstelligen. In Zukunft ist es auch gedacht, dass man das also hier mit Wasserstoff macht. Die Überlegung ist also hier Richtung Wasserstoff-Brennstoffzelle. Angeblich, man arbeitet in dem Fall mit der Firma Liebherr zusammen. Die Stückzahlen von diesen großen Wechselträgerfahrzeugen, die halten sich natürlich in Grenzen. Da sind wir also irgendwo so um 10 oder weniger pro Jahr derzeit. Generell müssen wir uns die Frage stellen, wie viel Leistung braucht so ein Traktor wirklich? Das heißt, wir konnten in den letzten Jahrzehnten ja schon immer mitbeobachten, dass also diese Erntemaschinen, Traktoren und so weiter tatsächlich immer größer werden. Das heißt, sie haben mitunter unnötig viel Motorleistung, um die Arbeit zu verrichten. Generell sind sie zu groß, zu breit und zu schwer. Deswegen auch gerade bei den Traktoren diese Raupenlaufwerke, damit sie geringere Bodenverdichtung verursachen. Aber was ein wichtiger Punkt ist, oft sind diese ganz, ganz großen Maschinen auch nicht so effizient wie kleinere. Und wenn natürlich eine Großmaschine ausfällt, nehmen wir mal diesen Nexart, den ich vorher gezeigt habe, dann ist die Frage, da ist das Risiko dann schon groß, wenn der also hier 2, 3 Tage stillsteht und es ist Erntezeit, ob ich, wenn ich nicht zum Beispiel 4 Standard-Traktoren normalerer Größe habe oder Erntemaschinen, ja, wenn da einer ausfällt, ist das Problem nicht so groß. Das heißt generell, auch im Hinblick auf weniger Energieverbrauch, die Anforderungen zurück zu vernünftigeren Größen und Motorleistungen. Aber schauen wir uns jetzt einmal an, was hier an Forderungen so existiert. Da gibt es ja viele. Auf der einen Seite soll alles nachhaltig und emissionsfrei sein, gleichzeitig boden- und ressourcenschonend, effizient und leistungsstark, schlagkräftig und zuverlässig. Natürlich kostengünstig, komfortabel, smart, vernetzt, autonom und, und. Und die andere bereits erwähnte Forderung, Klimaneutralität für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Die ist also insbesondere auch mit diesem EU-Beschluss, der ein weitgehendes Aus für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 vorsieht, natürlich auch ein bisschen verschärft worden für die Land- und Forstwirtschaft. Okay, was macht der Markt, der Hersteller, was machen, wie kann ich Energie einsparen, effizienter nutzen und so weiter, komfortabler arbeiten? Ein Punkt ist, dass also stufenlose
Getriebe bei Traktoren zunehmend elektrisch werden. Das heißt, anstelle einer Hydraulikpumpe, die dann in weiter Folge wieder einen Hydraulikmotor treibt, um hier ein stufenloses Getriebe zu realisieren, macht man das so, dass man jetzt zum Beispiel einen Generator vorsieht und dieser über die elektrische Powerline sozusagen einen E-Motor mit Strom versorgt, um hier das stufenlose Getriebe elektrisch zu machen. Begonnen hat damit John Deere in der oberen Leistungsklasse, also mit über 400 PS. In der Zwischenzeit wurde das Ganze nach unten skaliert. Man kann hier mit so einem Traktor hier auch in den untersten Gängen oder im ersten Gang, also voll elektrisch fahren, zum Beispiel, und damit auch bei niedrig gewünschten Fahrgeschwindigkeiten sozusagen das also relativ feinfühlig und gut regeln bei geringsten Energieverlusten. Ich habe hier immer wieder in der Präsentation so eine grau hinterlegte Box, die auch einen Link zu Videos der Hersteller enthält, und es ist angedacht, dass Sie, wenn Sie Interesse haben, diese PowerPoint, das PDF-File auch bekommen, wo Sie dann diese Links auch entsprechend anwählen können und sich dann zusätzlich informieren können über die Neuerung und schlau machen können sozusagen. Oder auch Ihre eigene Meinung bilden, ob das Sinn macht oder nicht. Generell gibt es seit ungefähr 15 Jahren schon die Idee, Anbaugeräte elektrisch anzutreiben. Das heißt, Strom wird von einem Generator am Traktor erzeugt. Zum Beispiel, wie hier vorhin gerade erklärt, beim John Deere System oder auf der rechten Seite hier dargestellt ein Konzept von Fendt, das hier innerhalb des Bereiches Kupplungsgehäuse, Glocke und so weiter den Einbau eines Generators vorsieht. Da sprechen wir von Leistungen zum Beispiel von 130 kW, wie ein Akku-Fendt-Konzept hier zeigt. Und mit 130 kW elektrischer Leistung, da kann man dann schon einiges anfangen. Fendt verfolgt hier ein Konzept mit 700 Volt Gleichstrom, wobei sich die Wechselrichter am jeweiligen Gerät also befinden. Und John Deere hat also eher hier ein anderes System, ein Wechselstromsystem, 480 Volt. Das ist also, in den USA hat man ja üblicherweise 120 Volt Wechselstrom, das heißt das Vierfache an der Spannung, und auch Wechselstrom. Die Wechselrichter sind am Traktor. Da gibt es jetzt von den Global Playern sozusagen zwei unterschiedliche Systeme, Gleichstrom auf der anderen Seite Wechselstrom und die ganzen Wechselrichter entweder am Gerät oder am Traktor. Was bringt das Ganze oder was kann es bringen? Zum Beispiel auch New Holland, Case New Holland, Steyr, die arbeiten natürlich auch auf diesen Konzepten. Wenn wir hier diesen Traktor hernehmen mit einem entsprechenden Pflug, dann können Sie sich vorstellen, dass das Stützrad am Pflug im hinteren Bereich hier entsprechend auch durch den Einzug der Pflugschare mit einer entsprechend starken Stützlast belastet ist. Und man nutzt jetzt zum Beispiel einen aktiven elektrischen Antrieb dieses Stützrades am Pflug für zusätzliche Traktion. Das heißt, der Pflug kann dann zum Beispiel, in diesem Fall dürften es jetzt 8 Schare sein, vielleicht würde für diesen Pflug mit 8 Scharen ein wesentlich leistungsstärkerer Traktor mit höherer Masse für die Aufbringung der Zugkraft erforderlich sein. Oder hier ein kleinerer, der üblicherweise vielleicht nur einen 6-scharigen Pflug ziehen könnte, aber jetzt mit dem elektrisch angetriebenen Stützrad sozusagen mehr Vorschub hat, mehr Traktion, weniger Schlupf und damit energieeffizienter ist. Auf der anderen Seite, wenn wir an Abschiebewegen, Kühlefässer und so weiter denken, ich kann hier zum Beispiel relativ einfach die entsprechende elektrisch zur Verfügung gestellte Energie, zum Beispiel hier in dem Beispiel 100 kW Power Offboarding, also über einen entsprechenden
Kraft, Stromleistungsstecker, der wurde in der Zwischenzeit standardisiert, also da gibt es die entsprechenden Standards, kann ich dann diese Hinterachse zum Beispiel elektrisch antreiben. Ich habe in dem Fall, wie dargestellt, bei einem Dreiachser als Anhänger, zum Beispiel für ein Güllefass, zwei Achsen elektrisch angetrieben. Damit nutze ich wieder die Masse, die ich hier am Güllefass habe und im Güllebehälter, um hier zusätzlich Traktion zu nutzen. Das heißt, ich kann einen kleineren, leistungsschwächeren und leichteren Traktor hier für das Güllefass oder für den Abschiebewagen am Feld hier vorsehen. Und diese Masse, die ich einspare, die kann ich wieder dem Güllefass zuschlagen. Ich habe dann halt ein, zwei Kubikmeter mehr Gülle Möglichkeit zu transportieren bei gleichem Fahrkomfort. Das Problem, das wir haben, ist generell, wir haben auf der einen Seite die Zapfwelle als Antrieb, auf der anderen Seite gibt es verschiedene hydraulische Antriebe, sehr oft also hydraulisch angetriebene Karzbodenvorschiebe und so weiter. Und jetzt noch elektrisch angetriebene Geräte. Und da gibt es also die beiden Konzepte, Gleichstrom und Wechselstrom. Das macht es für die ganzen Hersteller von den Geräten auch nicht einfach. Und irgendwo ist noch eine Art Henne- und Ei-Problem. Das heißt, die Problematik liegt darin, dass die Traktorhersteller sagen, es gibt noch zu wenige elektrisch angetriebene Anbaugeräte und umgekehrt die Anbaugerätehersteller sagen, warum soll ich elektrisch angetriebene Geräte bauen, wenn derzeit noch sehr, sehr wenige Traktoren nur dieses Electric Power Take-Off haben. Ein anderer Punkt, vergleichen wir ganz einfach einmal den Dieselmotor mit batterieelektrischem Antrieb. Wenn ich so 100 Kilowatt Energieinhalt in Rohöl habe und das dann sozusagen als Ausgangsbasis sehe, dann wird es zunächst mit von der Bohrstelle oder von der Offshore Bohrinsel sozusagen entsprechend zur weiteren Verarbeitung gebracht. Unter Umständen kommt dann das Rohöl mit dem Tanker dann vom arabischen Raum, wie auch immer, nach Europa. Hier wird es in den Raffinerien verarbeitet und von den Raffinerien geht es dann zu den Tankstellen. Das heißt, hier haben wir etwa einen Wirkungsgrad oder einen Verlust von 17%. Also der Wirkungsgrad wäre etwa 83%. Der Wirkungsgrad vom Dieselmotor 35%, mal grob angenommen, und der Wirkungsgrad des Traktorgetriebes ist natürlich immer abhängig, reine Schaltgetriebe, Stufenlosgetriebe und so weiter, kann man ein bisschen variieren. Wenn man das alles zusammenzählt an Verlusten, dann kann man von den 100 Kilowatt, die ursprünglich vorhanden waren, rund 25 kW nutzen. Wenn ich das batterieelektrisch betrachte und 100 kW Strom zum Beispiel aus einer erneuerbaren Quelle, wenn eine Windkraftanlage hernehme und den Wirkungsgrad sozusagen der Stromübertragung in den Hochspannungsnetzen, Hochspannungsleitungen zum Beispiel, natürlich auch in den Trafostationen und so weiter hernehmen, dann habe ich 5% Verlust. Wenn ich hier Akkus lade, entlade, Sie wissen, so Akkus, die haben auch immer wieder einen Verlust, wenn sie voll geladen sind, bis man dann vielleicht, wenn man 2 Wochen später das Fahrzeug dann hier wieder checkt, wie viel Akkuinhalt ist noch vorhanden. Da ist ja ein bisschen was an Verlust in der Zwischenzeit. Und da kann man rund 5, also 5% für Laden und für Entladen ansetzen. Also rund diese 90% Energieeffizienz. Laden, Entladen ist auch immer mit Wärmeentwicklung verbunden. Schlussendlich der Antrieb, der Wirkungsgrad vom E-Antrieb ist sehr hoch. Also ich kann rund 80% von 100 Kilowatt nutzen. Und damit ergibt sich schon der Punkt, dass man gesagt hat, okay, auf der einen Seite, wenn ich die gesamte Kette betrachte, dann könnte ich sozusagen den elektrischen Strom hier doch mit einem extrem sehr hohen Wirkungsgrad, nämlich von 80% sozusagen nutzen. Wir selber beschäftigen uns mit batterieelektrischen Traktoren
schon in der, vor allem auch in der OECD, seit 4, 5 Jahren. Da geht es darum, dass wir die Prüfkriterien für Elektrotraktoren festschreiben, festlegen. Wir haben noch keinen guten Konsens gefunden. Das hängt damit zusammen, dass OECD-Normierungen immer Einstimmigkeit aller Mitgliedsländer bedeutet. Und Sie wissen, bei der OECD ist zum Beispiel auch Russland ein Mitgliedstaat. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, mit dem Ukraine-Krieg, da ist es so, dass es sehr schwierig ist. Russland wurde suspendiert aus der Gruppe und nun blockieren Länder wie China, Indien, Brasilien diese weitere Normierung. Generell die Batteriekosten, die sind also in 10 Jahren um fast 90% gesunken. Das heißt, wenn man die leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien hernimmt, die kosten heute nur mehr 10% von dem, was sie vor rund 10 Jahren gekostet haben. Auch die Batteriekapazität hat sich verbessert. Derzeit brauchen wir immer noch sehr hohe Batteriegewichte und Batterievolumen. Abhilfe könnten hier Batteriewechselsysteme schaffen. Und was auch noch ist, die Batterieladezeit. Das heißt, Schnellladen, das soll auf 80% der Akkukapazität, das soll bereits in einigen Jahren in 10 bis 15 Minuten möglich sein. Technisch ist es möglich. Also im militärischen Bereich macht man das schon seit 2, 3 Jahren. Da schafft man in der Stunde 250 Kilowattstunden zu laden. Das setzt natürlich auch die entsprechende Ladeinfrastruktur voraus. Derzeit ist es also so, dass wir im Elektromobilitätsbereich hier, bis das also so kostengünstig wird, das wird noch ein bisschen dauern. Deswegen also einige Jahre sind hier notwendig. Schauen wir uns die batterieelektrischen Traktoren an, die es heute am Markt gibt. Da ist zunächst der Rigitrakt zu nennen, der SKE40, Nennleistung 40 kW, Lithium-Ionen-Akku, Batteriekapazität 58 Kilowattstunden bei 400 Volt. Ja, ich habe diese Woche auch mit der Inhaberin von Rigitrakt, Marlies, gesprochen. Das heißt, sie ist Mitinhaberin. Sie hat gesagt, derzeit, wenn ich ihn bestellen würde, 6 Monate Lieferzeit. Und je nach Ausstattung, Sie wissen, da gibt es unterschiedliche Hydraulikausstattungen und so weiter, aber im besseren Ausstattungsbereich rund 200.000 Euro. Und das Konzept hat einen Elektromotor für den Fahrantrieb, einen Elektromotor für die Frontzapfhelle, eine für die Heckzapfhelle und einen Elektromotor für die Hydraulik. Warum brauche ich für die Hydraulik einen eigenen E-Motor zum Antrieb? Auf der einen Seite habe ich ja eine Hydraulikpumpe, die meine Hubwerke am Traktor entsprechend anhebt, beziehungsweise ich habe auch die entsprechenden Hydraulikanschlüsse, zum Beispiel um bei Gerätschaften hier zum Beispiel den Klappvorgang auszuführen. Oder denken Sie an einen landwirtschaftlichen Kipper. Das heißt, dort die Hydraulikzylinder gegen elektrische Antriebe zu ersetzen, das rechnet sich, also da gibt es noch keine geeigneten Alternativen heute. Wenn wir weitergehen, Fendt, Sie wissen, Fendt hat jetzt gerade bei der Agritechnica haben ihren Elektrotraktor vorgestellt. Das heißt, der Elektrotraktor hat einen zentralen E-Antrieb, der treibt sowohl die Front als auch die Heckzapfhelle, und der Fahrantrieb des Traktors selber, der ist also ganz klassisch über die üblichen verwendeten Getriebekomponenten. Und das, was wir hier sehen, das ist der Akkublock. Wie sieht das Ganze aus? Der Fendt E100 V-Vario hat eine Dauerleistung von 55 kW. Hat auch diese Lithium-Ionen-Akkus eine Batteriekapazität von ungefähr 100 Kilowatt bei 400 Kilowattstunden bei 400 Volt und wird ab Herbst erhältlich sein. Preis ist noch nicht so ganz, glaube ich, sicher.
Hängt auch damit zusammen, dass diese Batterie-Lithium-Ionen-Akkus ja, die Preise, die sind ja permanent auch im Fallen. Und was im Herbst vergangenen Jahr eben der Richtpreis war, das kann schon im kommenden Jahr der Auslieferung, also rund ein Jahr später, schon wieder deutlich günstiger sein. Bei der Agritechniker hat man in etwa gesprochen, dass er gegenüber einem normalen Verbrenner ungefähr um 80% mehr kosten würde. Man hofft natürlich, dass man das noch günstiger hinbekommen kann. Also das ist also Fendt i100 Vario. Natürlich haben auch andere Hersteller wie New Holland den T4 ungefähr ähnliche Leistungsklasse, 102 kW, Kilowattstunden besser gesagt, Nennleistung 55 kW. Man sagt hier, er wird in den nächsten Jahren erhältlich sein, das heißt, man arbeitet noch ein bisschen dran. Natürlich gibt es auch viele, die hier ganz innovativ in dieses Segment einsteigen. Eine möchte ich davon erwähnen, das ist die Firma Tadus, ein Bayer, der hier einen Prototyp entwickelt hat, 80 kW, auch Lithium-Ionen-Akku, er hat hier 130 Kilowattstunden. Und dieser erste sozusagen Prototyp, der im vergangenen Jahr schon getestet wurde, der hatte noch gleich große Räder an Vorder- und Hinterachse. Die derzeitig in Planung befindliche Variante hat hier die übliche Ausstattung der Hinterräder mit größeren Rädern. Und vielleicht noch etwas, Nennleistung, da steht zum Beispiel, ist auch bei den anderen E-Traktoren so 80 kW und dann eine Peakleistung, in diesem Fall 120 kW Peak. Sie müssen sich vorstellen, wir haben auch bei den Dieselmotoren mit Boost und ohne Boost, wo wir kurzfristig dann mehr Leistung abrufen können. Das ist dann zum Beispiel über 5 Minuten möglich, 10 Minuten, je nachdem. Ähnlich ist es bei den Elektroantrieben. Sowohl die Batterien als auch die E-Motoren können kurzfristig eine deutlich höhere Leistung abgeben. Und das kann dann zum Beispiel durchaus 50% mehr sein. Ganz, ganz kurzfristig sind es vielleicht auch einmal bei einigen Herstellern angegeben, diese Peak-Leistungen für weniger als eine Minute, unter Umständen sogar das Doppelte. Also es macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Er verwendet übrigens einen E-Motor für den Hinterachsantrieb, einen für den Vorachsantrieb. Und dann jeweils einen für Front- und Heckzapfwelle bzw. für die Hydraulik. Natürlich gibt es auch von John Deere entsprechende Konzepte. Zum Beispiel im Großtraktorenbereich hat man sich also hier einen Prototyp auch entwickelt: 500 Kilowatt elektrischer Antrieb, 1000 Kilowatt elektrisches Power-Offboarding und 1000 Kilowattstunden Batteriekapazität. Autonomes Fahren ist möglich. Er kann hier vorne auch eine entsprechende Fahrerkabine aufnehmen, um zum Feld zu fahren. Das heißt, das Ganze ist also ein Prototyp. John Deere selber hat für den nordamerikanischen Markt E-Traktoren im Verkauf. Die sind aber im kleinen Leistungsbereich, ich sage mal so 20 Kilowatt. Also bei diesen kleinen Traktoren hat das John Deere im Marktsegment. Im größeren Segment, sagen wir mal bis 100 kW, ist es so, dass man derzeit hier auch entwickelt und man in 2, 3 Jahren auch bei uns im europäischen und am amerikanischen Markt diese Modelle serienmäßig auf den Markt bringen wird. Auch eine Anmerkung noch zu Fendt. Fendt sagt, dass wahrscheinlich die ersten dieser E-Traktoren nur am deutschen und am holländischen Markt zur Auslieferung kommen. Andere Marktbereiche müssen noch ein bisschen jetzt warten. Generell das Problem der Batteriekapazität. Wenn man hier sich diese Tabelle ansieht, die von Roger Stirnimann aus der Schweiz übernommen wurde, er hat hier folgende Klassifikation getroffen: Traktoren bis 50 kW, 100 kW, 200, 300, 500. Und hat hier einmal die Einsatzdauer pro Tag, zum Beispiel mit 4, 6 Stunden, 10 Stunden, je größer sie werden, also 12 Stunden Einsatz pro Tag gewählt.
und dann die durchschnittliche Auslastung. Das heißt, durchschnittliche Auslastung der 50 kW-Traktor, der fährt dann nicht immer bei 50 kW Leistungsabgabe, sondern nur im Durchschnitt mit 40% Leistungsabgabe. Je größer sie werden, das heißt, dort sind diese durchschnittlichen Auslastungen entsprechend größer. Wenn man das dann umrechnet, wie viel Kilowattstunden Energiebedarf dieser Elektro-Traktor hat, wenn er hier 4 Stunden Einsatz, 50 kW Leistung, 40% Auslastung, dann würde man auf einen Akkublock von 80 Kilowattstunden kommen, beziehungsweise hier auf ungefähr 240 Kilowattstunden. Das entspricht dann einem Batteriegewicht von 0,6 Tonnen beziehungsweise 1,4 Tonnen. Vielleicht noch was. Hier ist also von kW die Rede. Vorher hatten wir mit unter PS. Bei den E-Traktoren habe ich es generell dann auf kW umgerechnet. Also muss man immer ein bisschen aufpassen. Sie wissen, da ist der Faktor 1,36 dazwischen. Wenn man das Batterievolumen ansieht, dann sieht man, das bleibt mit einem Kubikmeter durchaus noch in einer vernünftigen Größenordnung. Hingegen bei den Großtraktoren, es ist also heute nicht vorstellbar, dass ich 25 Tonnen Batteriegewicht mitführe oder hier 18 Kubikmeter Batterievolumen, um hier die Einsatzdauer für den ganzen Tag abzudecken. Hier kann ich sagen, okay, ich kann auch diesen Energiebedarf, zum Beispiel, wenn ich das hier hernehme, ich könnte zum Beispiel mit Wechselakkus auch arbeiten und anstelle dieser 240 hier zum Beispiel 160 an Bord haben und einen Wechselakku mit 80 Kilowattstunden, zum Beispiel als Frontballastgewicht, dass ich dann hier immer wieder auflade, zum Beispiel auch am Feld. Sie kennen, wir haben auch an den Feldern viele Photovoltaikanlagen bereits, aber auch Windkraftanlagen. Das heißt, da kann man zum Beispiel durchaus in einer schnellen Zeit auch diese Akkus aufladen. Wenn wir uns das anschauen, dann können wir sagen, eigentlich ist für diese Leistungsklasse unter 100 kW ist dieser batterieelektrische Antrieb derzeit umsetzbar, ausführbar. Neue Akkukonzepte und dergleichen mit noch höherer Leistungsdichte sind in der Entwicklung. Es kann sein, dass das in 20 Jahren gänzlich anders aussieht. Aber wenn wir uns dieses Marktsegment auch anschauen, dann betragen von der Stückzahl her diese beiden unteren Leistungsklassen, die decken von der Stückzahl der Traktoren bereits mehr als die Hälfte ab. Also rein theoretisch können wir heute bereits mehr als die Hälfte der Traktoren durchaus sinnvoll mit elektrischen Antrieben ausstatten. Natürlich gibt es auch Hybridantriebe, zum Beispiel Landini hat hier diesen Landini Rex Full Hybrid vorgestellt. Er hat eine Leistung von 80 kW, wobei er 55 kW Leistung vom Dieselmotor hat und 25 kW vom Elektromotor. Die Vorderachse ist elektrisch angetrieben und er hat eine Batteriekapazität von 30 Kilowattstunden vorgesehen. Und wenn er hier die Peak-Leistung des Vorderachsantriebes hernimmt, dann ist die also 50 kW und übliche Arbeiten kann er also 2 Stunden mit rein elektrischem Antrieb machen. Denken Sie sich, Sie sind also im Hofbereich, ja, Innenwirtschaft, in Fahr mit dem Traktor, in der Stallung, sonst etwas. Da gibt es viele Dinge, die kann man also durchaus mit einer kleinen Akkukapazität vernünftig auch abdecken. Wir haben da viele Vorteile. Also Elektromotor für den Vorderachsantrieb. Ich zeige jetzt noch ein anderes Konzept, das schon von Case Steyr schon als Konzept vorgestellt wurde. Also bei der vorletzten Agritechnica. Das heißt, der Dieselmotor treibt einen Stromgenerator und wir haben hier anstelle eines Lithium-Ionen-Akku-Packs eine Bank von Superkondensatoren, die erlauben, dass ich Energie sehr, sehr schnell rückspeichern kann und auch in großer Energiemenge auch ganz kurzfristig wieder sozusagen den Verbrauchern zuführen kann. Und damit kann man zum Beispiel den E-Boost realisieren.
Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie fahren bei der Transportarbeit mit dem Traktoranhängergespann zu einem Kreisverkehr. Sie müssen jetzt bremsen. Die Bremsenergie wird jetzt nicht in den Bremsen hier vernichtet und in Wärme umgesetzt, sondern Sie laden über diesen E-Motor, der dann als Generator funktioniert, die Superkapazitatoren, also die Superkondensatoren, kurzfristig auf. Und wenn Sie dann wieder aus dem Kreisverkehr ausfahren, dann holen Sie die Energie wieder raus und können viel schneller beschleunigen und haben sozusagen mit einer geringeren Motorleistung vom Dieselmotor einen höheren Fahrkomfort, kleineren Traktor, wirtschaftlicheres Fahren. Bei der Agritechnica aktuell hat ja Steyr diesen Traktor mit Hybridantrieb vorgestellt, der auch schon im Feldeinsatz gelaufen ist. Welche Parameter gibt es hier? Einen 191 kW Dieselmotor, ein relativ konventioneller CVT-Hinterachsantrieb, der leistet rund 132 kW. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, dass ich die Vorderachse rein elektrisch antreibe bis 75 kW. Und E-Power Offboarding, das ist sozusagen diese elektrische Power Steckdose sozusagen für elektrische Geräte. Das sind 75 kW bei 700 Volt. Sie werden sich jetzt fragen, warum geht man jetzt auf 700 Volt bei den größeren? Vorher hatten wir 350, 400. Wenn Sie sich vorstellen, ich lade einen Akku oder eine Batterie und zukünftig wird es also auch im höheren Leistungssegment eben diese Traktoren geben. Und ich lade zum Beispiel Batterie ist immer Gleichspannung. Ich lade sozusagen mit einem Schnellladung mit Gleichspannung von 700 Volt, die ich zur Verfügung stelle, Gleichspannung direkt auf 700 Volt hier auf den entsprechenden Batteriesatz auf den Akku. Dann kann ich also tatsächlich in sehr, sehr kurzer Zeit viel Energie laden. Ich habe keine Verluste durch irgendwelche Transformatoren, die hier Wechselstrom wieder in Gleichstrom umwandeln und so weiter. Es geht schnell. Warum jetzt 700 Volt und nicht 350 oder 400? Weil hier bei 400 Volt zum Beispiel würde ich nur 300 oder bleiben wir bei 350 Volt, würde ich das nur haben und die gleiche Energiemenge in derselben Zeit hinüberbringen, dann bräuchte ich sozusagen Leitungen mit doppeltem Querschnitt. Und diese Kabel, die wären dann ja, zunehmend steifer, aufwendiger und so weiter, unhandlicher. Und deswegen sind die höheren Spannungen besser. Über 1000 Volt wird es dann problematisch. Da irgendwo sagt man die magische 1000 Volt Grenze. Sie müssen sich vorstellen, wenn man da ein Kabel hat, deren Isolierungen durch raue Beanspruchung und so weiter vielleicht ein bisschen porös werden, Alterung, dann gibt es bei über 1000 Volt zunehmend Probleme, wenn die dann auch noch feucht sind, dass Spannungsüberschläge gibt und das kann gefährlich werden. Aber bleiben wir jetzt beim Steyr Hybrid CVT. Er hat einen Hybridmodul für den Vorderachsantrieb. Das heißt, er kann hier sowohl die elektrische Power nutzen als auch die mechanische, die hier über den konventionellen mechanischen Frontantrieb zur Verfügung gestellt wird. Und kann dann auch voll elektrisch praktisch zum Beispiel im Hofbereich nur mit dem E-Motorantrieb der Vorderachse auch fahren. Wenn ich das so erklären möchte, natürlich gibt es auch andere Traktoren mit Hybridantrieb. Das ist eine Entwicklung aus Litauen. Da geht es um den Auger Hybridtraktor und er fährt hier mit Gas. Das kann Erdgas sein, das kann Biogas sein. Und um hier die entsprechende Energiemenge bereitzustellen, hat er eine entsprechende Gaskartusche, die aus sechs großen Gasflaschen besteht, die entsprechend komprimiertes, zum Beispiel Biogas beinhalten. Und in dieser Gaskartuscheneinheit ist sozusagen der Energieinhalt gespeichert, den er für einen 12-Stunden-Arbeitstag braucht. Und dann kann er die Gaskartusche zum Beispiel wieder gegen eine volle austauschen
und so weiter und kann damit weiterfahren. Interessante Entwicklung. Er hat übrigens Radnabenmotoren in seinem Konzept vorgesehen, das heißt vier Radnabenmotoren. Wenn wir weiter bei diesen Traktoren mit Hybridantrieb bleiben und ein bisschen auch Richtung autonomes Arbeiten gehen, dann können wir uns zum Beispiel von dieser Entwicklung, die von Lemken und Krone gemeinsam gemacht wurde, nämlich dieses verfahrenstechnische autonome Fahrzeug, das mit Standardgeräten, zum Beispiel der Bodenbearbeitung hier, ich sage mal, 3 Meter Arbeitsbreite bis 4 Meter oder so arbeitet, uns anschauen. Hier sehen wir auch gleich, wie kann ich so ein autonomes Fahrzeug zum Beispiel zum Feld bringen. Hier gibt es praktisch die Variante, dass ich hier mit einem Zugfahrzeug dieses autonome Fahrzeug zum Einsatzort bringe und dann lasse ich es autonom fahren. Und wie gesagt, eine Kooperation von den beiden, darum nennen sie das Projekt auch Combined Powers, Lemken und Krone, einmal Bodenbearbeitung, einmal mehr Grünlandtechnik. Und wir haben hier einen dieselelektrischen Antrieb mit rund 170 kW Leistung. Elektrische Radantriebe, elektrischen Zapfwellenantrieb. Also ich kann hier bei dem Konzept ganz normal die vorhandenen Gerätschaften weiter nutzen. Das Ganze fährt dann autonom auf dem Feld oder auf dem Acker. Auch andere Firmen haben sich was einfallen lassen, zum Beispiel hier Kuhn. Das heißt, hier die Abbildung auch eine Möglichkeit. Ich kann natürlich jeden Roboter mit einem Tieflader sehr schnell auch zum Einsatzort bringen. Und Kuhn hat hier dieses autonome Trägerfahrzeug entwickelt. Es kann selbstständig arbeiten, hat rund 129 kW. Die Markteinführung, die wird noch ein bisschen dauern, man rechnet mit 5 bis 6 Jahren. Die Prototypen sind also schon im Laufen. In diesen 5 bis 6 Jahren, da wird sich auch noch vieles hier ändern, zum Beispiel gerade auch bei den Preisen für die Akkus und Batterien und ähnliches. Das heißt, auch die Software wird man noch sicherer machen. Nicht nur sicherer, was die Sicherheit betrifft, dass Personenhindernisse und so weiter entsprechend erkannt werden, sondern vor allem auch, und das findet man in der neuen Maschinenrichtlinie der EU, da geht es auch um Cyber Security. Das heißt, dass also hier beabsichtigt, hier vielleicht Gerätschaften stillgelegt werden können oder könnten. Alles, was ihr so also elektronisch, digital, autonom fahrt, da geht es natürlich auch, ich könnte Viren einschleusen. Ich könnte hier die Systeme zum Beispiel zum Stehen bringen. Stellen Sie sich vor, ich nehme mal einen mähdrescher Hersteller, bleiben wir zum Beispiel bei Glas. Stellen Sie sich vor, jemand, eine kriminelle Gruppe möchte hier Geld erpressen. Sie schleusen in ein Software-Update des mähdreschers Schadsoftware ein und dann ab einem bestimmten Tag, sagen wir halt ab dem 1. Juli, stehen alle Glasmähdrescher still, die diese Software abgedatet haben. Und dann verlangen sie halt am ersten Tag, sagen wir mal, 200 Millionen Euro, damit die Mähdrescher wieder fahren. Und am nächsten Tag sind es halt dann entsprechend mehr. Und das Ganze soll irgendwie in Bitcoins überwiesen werden, damit es nicht nachvollziehbar ist, wer die Empfänger sind. Also da gibt es also Probleme, die also all mit dieser Technik verbunden sein können. Autonomes Arbeiten, das geht auch in kleinen Einheiten, wie zum Beispiel dieser Farm-Droid zeigt, der ist also erhältlich schon seit einigen Jahren. Er hat hier unter anderem auch Photovoltaikelemente. Das heißt, an und für sich arbeitet er ganz langsam, er ist unter eine Tonne schwer und läuft oder bewegt sich nur langsam am Feld fort. Damit reicht diese Energie, die er über die Solarpaneele produziert, an einem schönen Tag durchaus aus, um einige Stunden sich zu bewegen. Natürlich kann ich auch mit die Akkukapazität zum Beispiel durch Hilfsakkus erhöhen, dass er dann, wenn ich mit der voll aufgeladenen Maschine hinkomme, dass also entsprechende Einsatzzeit auch erreicht. Ansonsten bleibt er am Abend dann stehen. Wenn
zu wenig Sonnenlicht ist, sondern am nächsten Morgen, wenn die Akkus wieder soweit voll sind, dass er den Betrieb aufnehmen kann, geht es wieder vollautonom weiter. Er sät und hackt. Und autonome Plattformen gibt es viele. Ich habe hier zum Beispiel so ein autonomes Kleingerät, das so ausgelegt ist als autonome Plattform. Da kann hier zum Beispiel eine Palette damit transportiert werden. Zum Beispiel denken Sie Gartenbaubetriebe, denken Sie auch in Gewächshäusern und so weiter oder hier bei Reinkulturen. Das ist zum Beispiel ein argentinischer Hersteller. Das Ding ist also auch erhältlich. Kann man sich im Internet anschauen, ob der europäische Markt beliefert wird oder nicht. Kann ich nicht genau sagen. Autonomes Arbeiten, Fahrer optional. Einer der ganz, ganz großen Leader hier, der schon vor in der Elektromobilität, das ist also auch Monarch Tractors. Monarch Tractors, die haben hier sehr schnell die Möglichkeiten erkannt, auf der einen Seite des autonomen Fahrens, das am besten, wenn ich also alles schon elektronisch auch ansteuere, sozusagen mit E-Antrieben auch kombinierbar ist. Und auf der anderen Seite, treiberoptional ermöglicht mir dann immer wieder auf der Straße sozusagen mit dem Traktor auch zu fahren und hier dann am Feld das Ganze autonom verrichten zu lassen, die Arbeiten. Das ist also auch in den USA entsprechend erhältlich, schon seit einigen Jahren. Es gibt auch andere Anbieter, die zum Beispiel hier Standardtraktoren hier autonom fahren lassen. Das heißt, normaler Dieseltraktor, der hier zum autonom fahrenden Traktor sozusagen umgerüstet werden kann. Hier einer der amerikanischen Hersteller und Anbieter, Blue White. Es gibt wenn wir nach Australien gehen, dort gibt es schon seit einigen Jahren für Großtraktoren den praktischen Einsatz von autonomen Traktoren. Das heißt also, ein oder mehrere Hersteller haben also die Technik in Australien so weit entwickelt, dass sie Großtraktoren hier seit einigen Jahren bereits, also 2, 3 Jahren in etwa, autonom fahren lassen. Das ist auch gesetzlich zulässig. Man muss aber dazu sagen, dass diese Farmgrößen dort so zwischen 2000, 2500 Hektar betragen und dass es also kaum ein Feld unter 100 Hektar gibt. Gut, Klimaneutralität. Tja, da gibt es diesen EU-Beschluss aus für Verbrennungsmotoren und natürlich sollen wir in der Landwirtschaft auch was machen. Aktuell fordert unsere Bundesministerin oder hat die Zielvorgabe für Österreich herausgegeben, dass also auch Klimaneutralität bis 2040 für landwirtschaftliche Traktoren und selbstfahrende Maschinen gewünscht ist. Das ist zumindest bei der jetzigen Regierungskonstellation das Ziel. Ob es dann später dann einmal eine Änderung gibt, ob es nicht 2045 ist oder 2050, das ist eine andere Sache. Generell haben wir das Problem, dass unsere Traktoren lange genutzt werden. Das heißt, wir ersetzen die nicht wie PKWs vielleicht alle 5 bis 10 Jahre, sondern da muss man dann wieder den Schnitt hernehmen, vielleicht sind es alle 20, 25 Jahre. Wir haben also Alttraktoren im Einsatz in der Landwirtschaft bei uns, die sind deutlich älter als 25 Jahre und werden noch immer verwendet, zum Beispiel, weil sie Frontladerarbeiten machen, Staltung, Laden und solche Dinge. Tja, kraftstoffeffizienter Betrieb ist erforderlich und CO2-neutrale Kraftstoffe. Und da schauen wir uns jetzt einmal Alternativen um. Was gibt es da im Vergleich zum Diesel? Hier hätte ich den normalen Diesel mit seiner Druck, Temperaturdichte und ein paar Parametern. Und da gibt es natürlich die Biokraftstoffe, Rapsöl, Biodiesel und synthetischen Dieselkraftstoff. Die haben also ähnliche Parameter wie wir es beim Diesel haben, vom Heizwert, Rapsöl, also Pflanzenöl ein bisschen weniger. Und deswegen ergeben sich dann auch ein bisschen andere Megajoule pro Liter Werte. Megajoule ist der Energieinhalt. Also Sie werden sich fragen, warum hat Rapsöl einen höheren Wert als Biodiesel? Das hängt damit zusammen, wenn ich Raps-Biodiesel zum Beispiel hernehme, dass hier sozusagen ja der Anteil an diesen zähflüssigen Anteilen im Pflanzenöl herausgenommen wird, damit Filter und so weiter nicht verstopfen.
Und damit habe ich also hier einen etwas kleineren Energieinhalt. Natürlich, wir haben vorher schon gesprochen von Erdgas zum Beispiel, komprimiertes Methan. Da brauche ich jetzt, üblicherweise geht man da auf 200 Bar Druck. Ich kann natürlich auch Methan zum Beispiel verflüssigen. Dann habe ich aber einen Tank mit minus 162 Grad. Also einmal ist Compressed Natural Gas, einmal ist Liquid Natural Gas. Natural bedeutet jetzt Erdgas. Wenn ich also Biogas nehme, dann würde ich also das N hier durch ein B ersetzen, sozusagen. Dann hätten wir noch Wasserstoff. Von Wasserstoff wird viel gesprochen. Das Problem ist, den Wasserstoff, den muss ich zunächst einmal komprimieren, wenn ich ihn also gasförmig habe, compressed gaseous, also gasförmiges H2-Wasserstoff, entweder auf 350 Bar oder 700 Bar. Bei den PKWs, die hier Hyundai, Nexo und so weiter, da gehen wir auf diese 700 Bar. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich habe da einen Wasserstofftank mit 700 Bar. Der muss damit, so ein normaler Dieseltank, der ist ja drucklos, ja, da reicht ein einfacher Kunststoffbehälter, Kunststofftank. Hier, wenn ich einen 700 Bar Tank habe, da muss ich also schon wirklich eine sehr, sehr solide Tankkonstruktion haben aus entsprechenden hochfesten Stählen, aber auch natürlich Kunststoffverbund und so weiter, Kohlefasern. Da wird es mit dem Tank schnell teuer. Und ein anderes Problem, das sehe ich hier herüben. Das heißt, wenn Sie sich das anschauen, die Energiedichte ist relativ gering im Vergleich zum Beispiel zum Diesel. Das heißt, ich brauche so relativ ein großes Tankvolumen. Nur wenn ich den Wasserstoff verflüssige und dann Verflüssigung, das heißt minus 253 Grad, wenn ich diesen flüssigen Wasserstoff habe, dann kann ich die Energiedichte ein bisschen steigern, dass ich also hier bezogen auf den Liter Wert halbwegs auf Größenordnungen komme, die hier nicht mehr so schlecht sind. Das heißt, Wasserstoff hört sich einmal ganz gut an, aber ich brauche gegenüber dem üblichen Tankinhalt plötzlich ein Mehrfaches an Volumen sozusagen. Wenn wir jetzt weiterschauen, schauen wir uns nochmal an, was ist davon eigentlich hier CO2-neutral? Ich kann also diese synthetischen Dieselkraftstoffe zum Beispiel einerseits aus biogenen Quellen herstellen, das ist zum Beispiel HVO. Da müssen Sie sich vorstellen, da wird jetzt zum Beispiel pflanzlicher und tierischer Abfall aus der Lebensmittelindustrie, aus der Produktion, der kann, wenn ich also tierische Fette habe, da kann ich hier zum Beispiel sozusagen synthetischen Dieselkraftstoff herstellen. Oder aber auch, ich kann auch synthetischen Dieselkraftstoff aus Erdgas oder Strom herstellen. Und das wäre dann sozusagen zum Beispiel E-Fuel. All diese Alternativen, die ich hier darstelle, haben den Vorteil, dass sie flüssig sind, dass sie im normalen Dieseltank getankt werden können und im normalen Verbrennungsmotor, sprich Dieselmotor, umgesetzt werden können. Diesel wollen wir wegnehmen. Ist, wenn ich also die CO2-Neutralität betrachte, nicht so gut, also ist nicht CO2-neutral. Wenn ich synthetischen Kraftstoff aus Erdgas herstelle, ist es auch nicht CO2-neutral. Wenn ich jetzt die nächste Stufe anschaue, Pflanzenöle und Biodiesel. Tja, wir haben das Problem, dass die Weltbevölkerung permanent steigt. Wenn ich zwischen, also diesen Zeithorizont bis 2040 hernehme, die Weltbevölkerung, die wird sich noch drastisch vergrößern, damit auch die Produktionsflächen kleiner werden, die Anbauflächen, weil ich brauche ja für diese Weltbevölkerung mehr Lebensraum. Ich verbaue, also brauche mehr Straßen und so weiter, brauche mehr Wohngebäude und auf der einen Seite höherer Lebensmittelbedarf und auf der anderen Seite geringere Fläche. Wir haben natürlich auch andere Probleme, das ist zum Beispiel der Climate Change. Vielleicht auch schlechtere Erträge durch zunehmende Klimaerwärmung und so weiter, weniger Niederschlag. Das heißt, es kommt zunehmend zu einem Konflikt zwischen Flächennutzung für Treibstoffproduktion auf der einen Seite und für Lebensmittelproduktion. Also da wird keine ganz, ganz große Steigerung in Zukunft möglich sein.
Und wenn ich die Technologie hernehme, von heute aus betrachtet, dann wissen wir, dass die E-Fuel-Produktion, die ich da oben angesprochen habe, die ist also energieaufwendig. Gut, jetzt schauen wir uns die anderen alternativen Treibstoffe an. Also zum Beispiel dieses Methan, flüssig, gasförmig, den komprimierten Wasserstoff. Wenn wir uns beim Diesel, den normalen Dieseltank, das ist einfach, wenn ich Richtung gasförmig gehe, ja, dann habe ich zum Beispiel eben diesen 200 Bar Drucktank oder beim LNG minus 162 Grad Celsius Methantank oder bei dem flüssigen Wasserstoff sogar minus 253, beziehungsweise was also eher das Compressed Gaseous H2, die 700 Bar im Wasserstofftank. Hier habe ich die Variante, einen Methan-Verbrennungsmotor zu verwenden. Das heißt, da braucht man gar nicht so viel umstellen. Wenn ich jetzt mit sozusagen einen Dieselmotor oder einen Verbrennungsmotor, sagen wir Verbrennungsmotor, mit hier hernehme, das lässt sich technisch halbwegs gut machen. Ähnlich ist es also auch, wenn ich einen H2-Verbrennungsmotor hernehme. Das heißt, es ist im Wesentlichen vom Kurbeltrieb und so weiter ein Verbrennungsmotor, Einspritzsystem, sozusagen Kraftstoffeinspritzung, Zuführ, das ist ja gasförmig und so weiter. Das ist ein bisschen anders. Oder eben die H2-Brennstoffzelle. Schauen wir uns mal an, was jetzt ausscheidet. Ausscheiden, weil es nicht CO2-neutral ist, ist also der Diesel. Wenn ich hier Methan hernehme aus Erdgas oder auch Wasserstoff aus Erdgas herstelle, fällt das weg. Wenn ich Methan aus Biogas hernehme, dann geht das in beiden Fällen. Hier aus grünem Strom natürlich kann ich also hier durchaus den Wasserstoff herstellen, nutzen. Das ist wieder grün, wenn wir so wollen. Ist der Energieträger auch zukünftig verfügbar? Da ist natürlich auch die Frage, Biogas, ja, wird nicht in diesem Ausmaß zur Verfügung stehen. Natürlich alle Restprodukte, die ich jetzt schon, was weiß ich, Grünschnitt und so weiter, was ich jetzt schon habe, ja, das schon. Aber die Flächen zum Beispiel, dass ich Mais anbaue, um hier Biogasanlagen dafür ein Substrat zu haben, das wird es in diesem Ausmaß nicht mehr geben können. Zukünftig, also zum Beispiel 2040. Da ist also wieder dieser Food and Fuel Konflikt. Ist die Technologie heute verfügbar? Das heißt, der H2-Verbrennungsmotor ist in Entwicklung. Da gibt schon, abgesehen von Deutz-Fahr oder Kubota oder aber auch die JCB, also Baumaschinenhersteller, der auch den Fasttrack macht, da gibt es diese Verbrennungsmotoren schon in gewissen kleineren Serien. Und die bewähren sich auch durchaus. Mit der Brennstoffzelle ist es ein bisschen schwieriger. Brennstoffzelle mag beim LKW und PKW durchaus ganz gut funktionieren. Aber wir haben in der Landwirtschaft das Problem mit der Staubbelastung. Und Sie müssen sich vorstellen, so eine Brennstoffzelle, um dann hier die elektrische Energie aus der Brennstoffzelle zu regenerieren, die braucht viel saubere Luft. Und diese Filtertechnik, die macht jetzt noch Probleme, weil wir in der Landwirtschaft, wenn Sie sich vorstellen, ich bin hier im Bereich Bodenbearbeitung unterwegs und so weiter, da gibt es einfach Staubprobleme und das muss man jetzt einmal lösen. Also schauen wir uns an, was gibt es jetzt bei den alternativen Treibstoffen? Methangetriebene Traktoren, die gibt es, also New Holland zum Beispiel, ja, schon seit einigen Jahren. Anmerkung noch, wenn ich jetzt Biogas habe, dann hat Biogas, je nachdem, ob das jetzt Biogas mit Schweine- oder mit Rindergülle ist, das hat nur etwa 62 bis 65% Methan. Und ich muss sozusagen diese Nicht-Methan-Gasanteile herausfiltern, herausnehmen, herauswaschen, weil diese Traktoren, die hier mit Erdgas, mit Methan fahren, mit Methangas, die brauchen in etwa 90% Methangehalt, damit sie optimal betrieben werden. Also mit 52 bis 65%, das geht also nicht. Dieser
New Holland Traktor, der ist also am Markt erhältlich, ist verfügbar. Das ist jetzt dieser Wasserstoffverbrennungsmotor von JCB, der läuft schon aus der Serie. Die Bauwirtschaft, also wenn Sie sich vorstellen, JCB ist ja primär ein Baumaschinenhersteller, hier von unterschiedlichsten Radladern und so weiter, aber auch dem Beck. Also Sie wissen, Beck, also wie heißt das auf Englisch, wurscht, ist Nebensache. Das heißt, ist natürlich auch zum Fasttrack irgendwann sehr schnell der Übergang, wo man also auch hier den entsprechenden die Technologie einsetzt. Bei der Agritechnica hat zum Beispiel TAFE den Hydrogen Power Tractor Prototyp vorgestellt. Sie werden sich fragen, wer ist denn das eigentlich? An und für sich ist TAFE in India, ja? Ein indischer Traktorenhersteller, und zu der TAFE-Gruppe gehört auch Massey Ferguson, kennen wir alle. Eicher kennen die Älteren von uns, die wurden also auch von TAFE übernommen und aufgekauft. IMT ist also auch ein osteuropäischer Traktorenhersteller. Ein Wasserstoffverbrennungsmotor mit einer Nennleistung von 40 kW. Da gibt es einen Prototyp. Und man sagt, naja, die Infrastruktur für die Wasserstoffbereitstellung, die gibt es in der Landwirtschaft noch nicht so schnell. Das geht einfacher bei Autobahnen, wo LKWs zum Beispiel an bestimmten Haltepunkten, Parkplätzen und so weiter Wasserstoff tanken können. Aber bei uns in der Landwirtschaft, bis also das also hier am Land entsprechend ausreichend Wasserstofftankstellen geben wird, das wird noch lange dauern. Das heißt, man entwickelt die Technik weiter, man wird aber dann erst auf den Markt kommen, wenn es Sinn macht, wenn also hier die Landwirtschaft dafür bereit ist. Ja, ein französischer Hersteller. Da geht es jetzt um einen autonomen Roboter im Weingarten. Wir können auch autonomen Traktor sagen. Er verwendet hier Wasserstoff-Brennstoffzellen, hat zwei Wasserstofftanks mit 9 Kilogramm in Summe Wasserstoff. Und er gibt an, dass er für diese 9 Kilogramm Wasserstoff, dass er die derzeit in rund 10 Minuten getankt hat und damit dann 12 Stunden Laufzeit mit seinem Weingartentraktor hat, verkauft soll das Ganze in 1 bis 2 Jahren bereits werden können. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Gegenüberstellungen zum Schluss an. Also E-Fuel anstelle von fossilem Fuel. Wir haben uns das vorher schon angeschaut, einmal die erste Seite kennen wir. Jetzt haben wir, wenn ich E-Fuel herstelle, den Wirkungsgrad der Elektrolyse. Also Wasserstoff wird üblicherweise durch Elektrolyse aus sozusagen aus reinem Wasser hergestellt. Dann habe ich auch diesen ganzen Syntheseprozess für die E-Fuel-Herstellung. Da geht man von 75% Wirkungsgrad heute aus. Dann habe ich wieder den Wirkungsgrad Dieselmotor, den Wirkungsgrad von Traktorgetriebe, weil hier ist ja die Idee, ich setze den E-Fuel unmittelbar als Ersatz für den fossilen Diesel ein und sehe dann, dass ich rund 17 Kilowattstunden von 100 Kilowattstunden nutzen kann. Das heißt, ich habe da einfach sehr hohe Verluste in der Energieumwandlung. Aber wir werden uns das später noch anschauen. Anderer Vergleich, batterieelektrisch, das haben wir vorher schon gesehen, und jetzt mit Brennstoffzellen elektrisch verglichen. Das heißt, der Wirkungsgrad der Elektrolyse, das ist also wieder entsprechend gleich. Nur habe ich jetzt den Wirkungsgrad der Brennstoffzelle, 60%, Wirkungsgrad Elektroantrieb 95%, und dann sehen wir, da können ungefähr 38 Kilowattstunden von 100 Kilowattstunden genutzt werden. Das ist also, ja, ganz gut. Vor allem muss man immer sagen, diese Wirkungsgrade, die haben Verbesserungspotenzial. Gerade Wirkungsgrad der Brennstoffzelle und so weiter. Da gibt es also sicher einiges, was uns in den nächsten Jahren noch an Optimierungen erwarten wird. Und jetzt noch diese Gegenüberstellung fossiler Fuel mit Wasserstoffverbrennungsmotor. Wieder Wasserstoffherstellung mit den bekannten Verlusten. Hier habe ich den Wirkungsgrad vom Wasserstoffmotor auch mit 35% angenommen und auch vom Traktorgetriebe. Da sehen wir, rund 20% können bei dieser Variante von 100 Kilowatt nutzbar gemacht werden.
Warum stelle ich gerade diese beiden gegenüber? Weil ich hier bei beiden Varianten über Wasserstoff hier sozusagen CO2-neutral werden kann. In dem Fall habe ich 17 kW, also bei der Gesamtkette, und hier 20, da ist es kein großer Unterschied. Der Hauptunterschied ist, dass ich hier dann diesen Wasserstoff entsprechend in teuren Tanks lagern muss, mittransportieren muss, bei geringer Dichte, und dass ich alle vorhandenen Motoren sozusagen durch Wasserstoffmotoren ersetzen muss. Und da machen diese paar Prozent, nämlich diese 3% Wirkungsgradunterschied nicht wirklich viel Sinn. Das heißt, Verbrennungsmotor kann durch E-Fuels CO2-neutral werden. Und ich habe weltweit etwa 1,4 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Und würde ich jetzt E-Fuel einfüllen, ja, dann kann ich sie plötzlich alle klimaneutral machen. Und E-Fuel, das könnte also E-Fuel Diesel sein, das könnte aber auch E-Fuel Benzin sein. Das heißt, da haben wir also alle PKWs, hätten wir genauso dabei. Jetzt machen wir auch schlussendlich eine Energiebedarfsbetrachtung. Das heißt, wenn ich mal so annehme, ich hätte eine PV-Anlage. In Österreich haben wir an sehr vielen Standorten zwischen 950 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak und Jahr Ertrag, wenn ich es ideal südseitig ausgerichtet habe. In Tirol und so, da kann es auch 980.000 sein. Jetzt habe ich immer die Dachfläche nicht immer ganz ideal südseitig und so weiter. Das heißt, dann fällt der Ertrag ein bisschen ab. Ich habe da mal 850 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak angenommen, einen Dieselverbrauch von 1000 Liter pro Hektar, habe das dann vereinfacht einmal umgerechnet. Also der Energieinhalt von den 1000 Liter Diesel entspricht etwa, wir können annehmen, 1 Liter hat 10 Kilowattstunden pro Liter. Und hier habe ich dann gegenübergestellt, wenn ich den Diesel hernehme und den fossilen Diesel und den E-Fuel für die Herstellung, brauche ich ungefähr von E-Fuel 50% mehr Energiebedarf. Und wenn ich das durchrechne, dann sehe ich sehr schnell, dass in diesen 1000 Liter Diesel würde praktisch 10.000 Kilowattstunden pro Jahr Energiebedarf entsprechen. Dafür reicht also eine PV-Anlage mit rund 12 Kilowatt Peak bei den vorherigen nicht gerade optimistischen Annahmen des Stromertrages der PV-Anlage. Das sind also rund 60 Quadratmeter Photovoltaikfläche. Und mit so 12 kW Peak-Anlage kann ich praktisch meine Energiemenge, die in 1000 Liter Diesel stecken, sozusagen erzeugen. Wenn ich das Ganze jetzt mit 50% Zuschlag mache, dann könnte ich praktisch die Energiemenge an elektrischem Strom erzeugen, die für die Herstellung von 1000 Liter Diesel E-Fuel benötigt wird. Das heißt also, wäre dann ungefähr 90 Quadratmeter PV-Fläche. Jetzt ist die Frage, wie groß ist Ihre PV-Anlage und wie viel 1000 Liter Diesel haben Sie? Verbrauchen Sie im Jahr, sind es zum Beispiel 3000 Liter, dann würden praktisch 3 mal 90 Quadratmeter ausreichen, um hier den Energiebedarf an Strom in das Netz zu liefern oder natürlich auch selber zu verwenden, um hier den E-Fuel herzustellen. Wir sehen, mit dem Energiebedarf, ja, wir in der Landwirtschaft können mit den Dachflächen, die wir haben, Maschinenhallen und so weiter, Wirtschaftsgebäude, wir haben es relativ leicht, dass wir sozusagen argumentieren können, wir können mehr Energie produzieren, zum Beispiel in Form von Strom, den wir einerseits selber verbrauchen, andererseits aber auch in das Netz einspeisen, um hier energieautark und autonom zu sein. Ausblick 2040. Das heißt, Verbrennungsmotoren, die wird es nach wie vor gerade bei den großen Traktoren geben. Und E-Fuels, ja, die werden also entsprechend auch eine entsprechende Rolle spielen, insbesondere weil ich ja alte Traktoren auch nutzen möchte, nicht nur alte Traktoren, vielleicht auch ältere Erntemaschinen. Da wird es auch noch ältere Mähdrescher geben, die im Einsatz sind, die ganz, ganz klassisch eben und konventionell angetrieben sind. Im Endeffekt bei diesen Hybridsystemen mit ein Teil der Energie aus der Batterie, ein Teil der Energie zum Beispiel aus dem Kraftstoff- oder Methangastank,
Da wird es ein bisschen davon abhängen, wie teuer das die Stromkosten sind, ob ich dann mehr Kraftstoff sozusagen oder Methangas aus dem Tank verwende oder mehr aus der Batterie. Die Fahrantriebe selber, da sind wir uns ziemlich sicher, die werden also überwiegend elektrisch sein, weil es einfach viel feinfühliger sich steuern lässt, wenn ich Richtung Energieverbrauch gehe, effizienter, wenn ich hier Richtung Digitalisierung, autonomes Fahren gehe. Da gibt es also einfach viele, viele Vorteile. Wir haben dann auch natürlich auch diese E-Antriebe für Anbaugeräte, wo ich dann zum Beispiel bei einem, nehmen wir jetzt einmal einen Schaltungsstreuer her, ich kann dann beispielsweise bei stehenden Streuwalzen, ja, ich kann dann zum Beispiel durch Änderung der Drehzahl der Streuwalzen, zum Beispiel, wenn ich in am Feldrand eine Kurve fahre, ja, ich kann die hier einzeln abschalten oder die Drehzahlen reduzieren oder im Außenbereich sozusagen die Drehzahl erhöhen, damit die ausgebrachte Schaltungsmenge pro Quadratmeter wieder halbwegs konstant ist. Das heißt, in den kleinen Leistungsgassen nehme ich einmal an, dass die E-Traktoren dominieren werden. Ich habe auch diese Batterie-Schnellwechselsysteme ein bisschen im Hinterkopf, die auch Möglichkeiten haben. Und was auch noch sehr wichtig ist, batterieelektrische Traktoren ermöglichen in Zeiten einer geringen Nutzung, zum Beispiel Winter, ja. Da brauche ich diese Traktoren nicht viel, aber ich kann die Akkus oder das Vehikel zur Stromspeicherung und auch zur Rückspeisung von Strom in das Netz nutzen. Das heißt Vehicle to Grid. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Es kann also dann so sein, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt Überstrom aus den Kapazitäten, weil heute ein windstarker Tag ist, ja. Oft ist es ja heute so, dass dieser Überstrom bei windstarken Tagen von den Windkraftanlagen, nicht genutzt werden und Windkraftanlagen werden abgeschaltet. Es könnte so sein, dass ich diesen Überstrom dann zum Beispiel sehr kostengünstig bekomme, um meine Speicherkapazitäten am Vehikel, zum Beispiel am E-Traktor, aufzuladen. Und wenn da Mangel ist, zum Beispiel an Strom, ja, Windstille, und so weiter, Nacht, ja, dann habe ich ja Rückspeisung von Strom in das Netz und das kann durchaus große wirtschaftliche Vorteile bringen. Ein paar Anmerkungen noch zur Wasserstoff-Brennstoffzelle und so weiter. Natürlich, es gibt auch andere Varianten, es gibt auch Methanol-Brennstoffzelle und ähnliches. In Summe zeigt sich, dass wir großes Potenzial an Energieeinsparung auch noch nutzen können. Beispielsweise hat auch auf der Agritechnica Case einen neuen Mähdrescher vorgestellt, komplett neu konzipiert. Und sie sagen gegenüber der alten Technik rund 20% Energieeinsparung möglich. Also wir sehen, da gibt es also einiges. Und zum Schluss noch 15% Biokraftstoffe und Biogas. In Summe könnten also 2040 als Energieeinsatz dienen. Und das andere 85% elektrischer Strom. Einerseits für batterieelektrische Antriebe, andererseits für die H2-Produktion, um zum Beispiel Wasserstoffverbrennungsmotoren direkt zu betreiben oder auch für die Herstellung von E-Fuels. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und auch entschuldigen, dass ich ein bisschen überzogen habe. Tja, Vielen das Dank, Herr heißt, ich. Bocher. Ah, bitte. Ich habe nichts gesagt, also Also, okay. ich. Vielen Dank für das spannende Webinar. Der Herr Luger hat gesagt, er stellt uns dann auch natürlich diese Präsentation zur Verfügung. Wir werden sie dann auch zum Download natürlich bereitstellen. Das finden Sie dann auf company.landwirt.com. Ich möchte mich bedanken für die rege Teilnahme, bei Ihnen auch, Herr Luger. Und am 9.2. findet dann unser nächstes Webinar statt mit dem Thema emotional intelligent verkaufen und verhandeln. Also bitte wieder teilnehmen, ist sicher ein spannendes Thema.
Dann Dankeschön auch und schönen Tag noch. Alles Gute und wir blicken optimistisch in eine CO2-freie oder neutrale Zukunft in der Landwirtschaft. Wir schaffen das. Dankeschön.